Dinge zu automatisieren. Ja klar, gegen Fotzis. Und jetzt geht es hier zur Sache. Und Jagler verfügt nicht immer über das allerbeste Nervenkostüm. Er hatte vollkommen recht. Der Pfiff ist und Fotzis kämpft immer noch um den Ball. Das ist zurzeit überhaupt nicht notwendig. Guck mal, jetzt ist der Pfiff und er macht immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ja, dramatisch fand ich das jetzt aber auch nicht. Und ich sag dir ganz ehrlich, so ein bisschen habe ich das vorher schon beobachtet, dass auch bei den, ja, da muss er natürlich nicht mehr so nachgehen, Fotz ist korrekt, Ademola. Aber ich habe vorher schon bei Jan habe ich schon so ein bisschen beobachtet, dass er so mit dem Ganzen, wie das hier heute für ihn läuft, nicht so ganz zufrieden ist. Schade, dass man Ademola Okulator jetzt gerade nicht im Bild hatte. Er grinste so. Ja, er weiß das natürlich auch. Und jetzt flippt er völlig aus, weil er da auch einen Foul bekommt. Sind die jetzt beide rausgeschmissen worden? Fotzis und Jagler raus? Wenn ich das richtig interpretiere, ist für beide das Spiel beendet. Ab in die Dusche. Jan geht zur Dusche auf jeden Fall. Ja. Also nein, nicht Trikot ausziehen. Ja, das sind genau die Dinge. Dusche. Ob die beiden gemeinsam duschen werden, wage ich zu bezweifeln. Oh wei, spuckt er da noch. Wir müssen kurz in die Auszeit, sind aber gleich zurück hier in Bamberg.